Die Sonne mit den ganzen Ringen. Okay, jetzt hast du da links von der Sonne so eine lilane Spirale, oder? Ja. So, und darunter ist so ein weißes Ding. Ach egal, wir fliegen einfach mal hin. Dauert ein bisschen, bis man sich da reingearbeitet hat. Aber ich So. kann das gar nicht beobachten. Ich kann nur June, Gut. wo. Wir sind jetzt auf einer Waffenstation. Ich gehe mal darunter. Warte, wenn ich jetzt hier nochmal gucke. Nein, ich glaube, ich sehe mein Schiff. Und dein Schiff. So. Es kann sein, dass ich das Ich nur mein Schiff glaube, sehe und wir kommen das. hier gar nicht runter, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Ich kann nirgendwo runterporten. Wie kommen wir denn hier raus? Wie kommen wir denn da hin? Keine Ahnung. Ich sehe es ja da hinten. Was steht denn da? Was steht da? Ja, steht da irgendwie was, wie wir da hinkommen? Nee. From Classified Government Programs to Mad Penguin Sciences, Space is full of people making exciting new weaponry. Steht da drunter nur in Rot, requires match to deploy. Ah, ich Was auch immer das muss. ist. Aber ich fahre mal zu meinem Schiff, dann gibst du mir die Koordinaten durch. Ja? Es gibt hier sogar ein Hostel-Ship. Eine Umlaufbahn. Ich Willst du das will Schiff wirklich das. jetzt hier hinbringen? Ja, ich will das selber mal angucken. Bin jetzt bei meinem Schiff. Kann ich denn jetzt die Koordinaten hier sehen? Ah, da, Koordinaten. So, Moment. Kann ich jetzt meinem Schiff eigentlich die Koordinaten eingeben? Links bei den Koordinaten, glaube ich, einfach. Von der Koordinaten, ja. Konsole und dann die Koordinaten. Okay. So, dann steht hier in Oh. der oberen Zeile minus Ja. 6199 6-1. 9-9. 45 4-5. 801. 8-0-1. Und darunter steht 35. Moment. Also minus 3-5. Nee, 35. Okay, 3-5. 95. 9-5. 1-6 1-6. 8-9-7. 8-9-7. Das war's. Ach du Scheiße, wie weit ist das? Hast du genügend Sprit? Wie heißt der denn? Dieser, wie heißt. Also es ist ein radioaktiver Stern. Ja. Darunter steht Electrosia Cradle. Ja. Sondern hat der Planeten Snowy, Toxic, Alien, Luna und Jungle. Kann er nicht hinfliegen, glaube ich. Ja, du. Ist wahrscheinlich zu wenig Da Sprit. steht aber nichts, wie viel Sprit das kostet. Ich bin jetzt dahin, aber Ach ja, Rechtsklick. Rechtsklick drauf machen. Jump. Ah, okay. Und dann kannst du dahin. Ja, jetzt fliege ich. Das heißt, du crashst ja gleich mein Schiff. WTF? Ah! Oh mein Gott, wie schnell geht das denn? Wahrscheinlich auch wie lange. Ich weiß ja nicht, wie weit warst du weg und wie viel Benzin hast du verbraucht. 100. Benzin vor allem. Ja, 100 reicht auf und ich werde die ganzen Sterne so an mir vorbeifliegen. Ich glaube, das ist nicht so viel 100, oder? Ich weiß gerade nicht, ich muss gleich mal gucken. Ah, ich sehe dein Schiff. Auf der Karte? Oder? Ja, glaub schon. Also mein Schiff ist grün, also dein Schiff sehe ich hier nicht. Wie geil ist das Ah doch, denn? das weißt du, du kommst ja gerade reingeflogen, geil. So, jetzt bist du genau bei meinem Schiff. Und jetzt siehst du ja auch in der ersten Umlaufbahn, was hier so in der Gegend ist. Und wenn du jetzt auf dem Planeten zum Beispiel Doppelklick machst, auf einen Planeten, den du schon kennst, kannst du da noch näher ranzoomen. Ja. Ach, und die Waffenstation bewegt sich, sehe ich gerade. Das heißt, wir bewegen uns auch. Geil.
Also. Ich reise gerade zu dem Dschungelplaneten, der nebenan ist. Ah, kommst du wieder jetzt hinterher geflogen? Weil du bist gerade von der Station weg, glaube ich. So, ja. Ja, du siehst ja, wo ich hin bin, ne? Okay, aber ich Muffin und hab direkt mal in mein Dings eingefügt. Ach ja, warte mal, da kann ich auch direkt. Ich habe auch nicht mehr viel Fuel. Ich flieg mal gerade zu der Waffenstation dahin. Zu diesem Schiff. Ich glaube, wir brauchen dann irgendwie was für unser Schiff. Kann gut sein. Hey, wie setze ich mich denn jetzt hier nochmal neuen Punkt? Ah, ich sehe das Schiff. Aber da können wir nicht hin. Da brauchen wir irgendwie was zum Ausrüsten noch. Ja. Da müssen wir unser Schiff noch weiter ausrüsten wahrscheinlich. Hey, wie soll ich mich denn jetzt hier? Achso, ich kann wahrscheinlich es nur in den Planeten selber machen. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir einen Bookmark setzen kann. Funktioniert irgendwie gerade nicht. Wie hast du das gemacht? Bei der Station Ja. draufklicken und dann ist da was mit unten Edit Bookmark. Ach Links Klick, so. ja, dann schreibst du was auf. Also wenn ich das Haus, das Schiff sehe, dann einen Roboter brauchen wir. Ah, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, super, ich bin auf den Mond geflogen. Wollte ich aber gar nicht. Wires Mac to deploy. Zum Erforschen brauchen wir also ein Mac. Ein MacBook. Raus aus dem Spiel getappt. Oh, ich hoffe, das stürzt ja. Mario? Lauf. Du bist, was? Ich hoffe, das Spiel ist bei mir nicht abgestürzt. Ich kann gerade nichts machen. Hab grad Ladeschnecke, bereite dich doch vor, rausgeschmissen zu werden. Okay, dann würde ich mal sagen, beende ich mal ganz kurz die Aufnahme, bevor du mir gleich das Spiel auch abkratzt. Bis gleich. Gleich. So, und nach einem kleinen Aussetzer geht es auch wieder hier weiter. Wir hatten nämlich ein komisches Problem gehabt, und zwar, dass das Server auf einmal weg war, weil das Spiel immer abgestürzt ist. Ey, du kannst dir die Sachen scannen, ne? Falls du es noch nicht gemacht hast. Ja, nein. Ich versuche es zu scannen, aber da ist nichts. Ein Buch. Hier gibt es nichts zu scannen. Oh. Ja, wie gesagt, das Spiel ist uns kurz abgeschmiert. Hey, komm mal handeln. Was ist das denn? Frozen Was denn? Boomerang. Print. Ah. Flint. Blueprint. Achso, hier sind ja Kisten. Achso, die gehören dazu, oder? Nee. Könnt ihr noch nichts looten? Also noch nichts scannen? Ich hoffe, das sind ja die Aliens. Ich meine, das sind Oh. Aliens. Ja. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ah. Oh, du. Take the book. Ah ja, nehmen wir einfach mal, ne? Oh. Oh, die wollen jetzt alles verkaufen. Ja, ich weiß gar nicht jetzt, ob ich es komplett zu Ende gesprochen habe. Hier gab es auf jeden Fall gerade einen kleinen Bug. Hier ist eine Grabstätte von Oh. denen. Alter. Was hast du? Ist ja. Oh, hier ist eine fette Brust. Hier ist eine recht krasse Brustplatte. Hast du aber Also eine gefunden, Brustplatte, ja? die ist stärker als meine. Die kann ich aber, muss ich erstmal kaufen.
Die kostet 4000, aber die ist 4500, aber die ist stärker als meine. Was? Ah, ich bin fertig mit der Mission, ne? Oh, okay. Ich würde mir gerade hier die Waffen gucken. Oh, das ist, die haben nicht so gute Waffen. Ja, guck du Waffen. So, oh Gott, 4500. Okay, ich muss hier gleich zurück. Ja, hast du dir markiert. Ich glaube, ich bin jetzt hier aus dem Dorf erstmal raus, so gesehen. Ja, ich bin durch. Für dich noch als Hinweis, 10 Minuten kann ich jetzt, ne? Ja, dann auch wieder nie wieder mit mir spielen, hat er gesagt. Ja. Ein Arschloch. Oh, Essen. Ja, Essen ist die viel wichtiger, ne? Bist du durch mit der Quiz? Nein. Oh. Ich bin schon aus dem Dorf raus und jetzt. Wo hast du denn hier noch was gefunden? Komm mit. Hier weiß ich jetzt gerade nicht, weil hier war ich schon fertig. Hier das Ding unter der Treppe. Ah, das habe ich noch nicht. Und fertig, ja. Das war das Ding, das mir fehlte. Okay, alles andere hatte ich. Zurück zur Esther, oder? Ja. Ich will mal gerade gucken, ob diese teure, fette Packung da kommt. Wieder. Du kannst schon mal hingehen, ich mach gerade einen Zwischenstopp. Okay, was willst du machen? Ich will mir diese fette Rüstung kaufen. Achso. Für wie viel? 4500. Ich werde mal gucken, ob ich das auch habe. Schnäppchen. So mal. So. Juhu. Und was kriege ich? Ein Manipulator-Modul. Geil. Wie kriege ich den direkt runter? So. Ich hoffe, ich finde jetzt den Job. Den Shop. So, die nächste Quest ist. Irgendeine Station wahrscheinlich gehen. Und ein fetter Kampf wartet. The Avian Artifacts is in the Great Sovereign Temple. One of the largest structures devoted to clues that the avians have ever built. These temples tend to be guarded, so take care inside there. Also ja, es geht wieder irgendwo runter, wahrscheinlich auch auf dem Planeten, würde ich mal vermuten. Gegen einen Kampf. Also in einen Kampf. Gegen einen Gegner. 4500. Mal gucken, ob ich noch auf der Bank habe. Ich muss gerade den Shop wieder suchen, ne? Nein, ich habe zu wenig. Mist. Aber das ist hier. Ich muss mal überlegen, was ich verkaufen könnte. Ja, da ist ja. Das müsste sie mehr. Voll. Ho, ho, ho. Oh shit. Die Hosen machen auch so. Oh Gott. Die kosten 1500. Zack. Ich hab auch genug Geld. Ach, meinst du, das Gesamtpaket kostet 4500 oder? Nein, nur die Brustplatte. Was? Der Helm ist aber genauso stark wie mein. Weil ich hab. Nur die
Brustplatte und die Hosen haben mir gegeben. Hat man nicht auch eine Kiste gehabt, wo ein Messer drin war? Nein. Aber ich habe jetzt wieder Stärkrüstung. So. So, sorry. Warte mal mit den Upgrade-Modulen. Wie kann man die nochmal verwenden? Die Upgrade-Sachen? Ja, Upgrade-Module. Ja, das machst du mit dem Pinguin Pete wieder, die Sache. Bist du noch da hinten bei dem Ding? Oder bist du, wo bist du? Ich gehe zu Ark und rede mit der Easter. Ja, mit der Easter. Auf jeden Fall, da beim Planeten, da müssen wir uns mal merken, das ist ein Teil der geilen Sache. Scheint auch nicht richtig zu sein. Das ist nur der Hauptding. Das ist es auch nicht. Was ist ein Pinguin Peak? Bei der Ark. War das der da unten? Das war nicht der mit den Autos, oder? Wo ist meine. Hab ich meine Waffe weggeschmissen? Diese. Wie hab ich es gerade geschafft, meine Waffe wegzuschmeißen? Also vielleicht verkauft. Hm? Nein. Hä? Da ist Alter, die haben hier unten auch alles erneuert. Du kannst auf der Ark noch weiter nach rechts gehen, das ist was Neues, WTF. Nach rechts? Ja. Das ist da. Nee. Unten, wenn du auf dem Weg bist zum Pinguin, der unter dem der Erde ist. Unter der Ark. Ja. Da ist noch weiter. Da kannst du jetzt noch weiter nach rechts gehen. Oh, da muss ich mal dahin. Da kann man irgendwas machen. Also die Waffe, die ich jetzt gerade von der Easter bekommen habe, die ist eine absolute Grütze. Wo ist dieser Pinguin Pete? Wer war das nochmal? Oben, der Typ, der beim Raumhafen da ist. Oben, der. Ja, da kann ich mir jetzt hier die Autodinger kaufen. Ja, und das ist Pinguin Pete. Du musst dir erstmal die Lizenz kaufen, die daneben ist bei dem einen, ja. Die Schiffslizenz. Und dann gehst du mit der Lizenz zu Ach, Pinguin Pete. Ach, das war das. Stimmt, okay. Ja, ich frag mich nur, wo man jetzt so ein Mac kauft. Komm mal hier runter, hier. Guck mal. Ja, gleich. Das hier ist neu. Ja. Mit hier kannst du irgendwas Geiles machen. Ah ja, hier ist der Mac. Du brauchst noch ein Mac. Okay. But hey there friends, I'm Dr. Akagi and I deal in robots, so I have this experimental modular space mech in need of a test drive. My usual products are indisposed. My price. Ah. Also. Also zu diesem Typen sprich. Also ich bin ready, ich mach das jetzt. Ja, okay? Das wäre ein bisschen blöd, weil ich würde das gerne mit dir zusammen in der nächsten Aufnahme machen. Achso, aber du mal jetzt essen musst? Genau. Also nach Aufnahme. Oh, voll der Cliffhanger! Nach Marius! Es wird hier in der Folge sehr wahrscheinlich kein Cliffhanger. Doch, voll der Cliffhanger! Nein. Also, wir werden es Omnitron und Lumafilz schaffen, erfolgreich diesen Mech zu fliegen. Sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Oh, ist es closed? Ja, das war schon vorher closed, das Ding. Okay. Dann, ich stelle mich noch da rein und dann werde ich da drinnen die Aufnahme beenden. Ja, früher ging es nicht. Früher war da konnte ich da hin. Da war, da ist es wieder neu closed. Dann bis später. Bis später.